wenn ich mir vorstelle, ja, dass ich meinen Arsch rot anmale und auf eine Leinwand drücke, nichts läge mir ferner, als dieses Bild meinen Eltern zu geben. Die Leiser macht diesmal das Intro bei den Twitch Clips Germany, okay? Folge 217, dann gucken wir mal. Liebe Leiser, ich bin gespannt, wie du das jetzt anmoderierst. Aber moderieren kann sie ja, das sehen wir immer wieder bei der Horde. Und uns irgendwie unter Kontrolle halten, ich weiß nicht genau wie. Es muss ihr Charme sein. So, wir gehen rein. Bup. Hallo und herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Hallo. Dem Format, in dem StreamerInnen vom Stuhl fallen. Oder sich einstuhlen. Und mehr. Penis! Ja. Ja. Ich hinterfrage ein paar Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir hier gelandet sind. Ist die Sidekick von, wer war das nochmal? Suki war das mit der Melone, ne? Ich glaube, Suki war das mit der Melone. Habe ich richtig im Kopf, oder? Panda und Melone. Habe ich richtig, oh ja, okay, Gott sei Dank. Puh. Ha. Ich habe nämlich mal auf ihr Anraten hin so einen Melonendrink probiert. Und der hat komplett nach Chemie geschmeckt, aber war lecker. So, ich mach weiter, komm. Aber es gefällt mir. Vielleicht nicht ganz so gut. Ich finde es schön, wie hier oben das Innenleben so ein bisschen rausguckt. Das macht es besonders schön einfach. Modisch auch ganz vorne. Alter Schmitti, 2000! Weißt du, wie viel das ist? Das sind 2000! Was habe ich falsch gemacht, dass mir so ein Schmutz empfohlen wird? Twitch geht sowas von dem Bach runter. Also bei mir läuft's gut. Ich finde das toll, dass Twitch dich mir empfohlen hast. Somit habe ich einen Zuschauer mehr gewonnen durch dich. Ich finde das gemein. Wenn Twitch euch Schmutz empfiehlt, dann bitte schön diesen hier. Ja, nicht den da. Den da? Ist das richtig? Den da. Dieser Schmutz hier ist der beste Schmutz. Ja, da sind wertvolle Spurenelemente, auch Mikroben. Und da ist alles, was ihr braucht, um in eurer Jugend aufzuwachsen. Die euch zweifellos noch bevorsteht, so gut wie ihr ausseht. Ich mach weiter. Dadurch kriege ich jetzt noch mehr Geld für Kooperationen. Dankeschön. Sie wollte Koks sagen. Für Koks und Operationen wollte sie sagen. Das habe ich gerade ganz deutlich gehört. Pass auf, hör genau hin. Für Koks und Operationen. Und dadurch kriege ich jetzt noch mehr Geld für Kooperationen. Dankeschön, ja? Bro. Schön, dass du da bist. Bro. Schön, dass Twitch mich weiterempfiehlt, damit ich mir noch mehr Geld in meine Scheißfresse schmieren kann. Und du dich darüber aufregen kannst, weil dir das hier überhaupt nicht gefällt. Voll doch. Wow. So viel Zorn. So viel Zorn. In 10 Jahren wird die Milchbaum da sitzen, mit so einer schwarzen Kutte, das Gesicht sehr weiß, so schwarze Augenringe und Blitze schießen aus ihren Händen. Ja, und sie wird den jungen Luke Skywalker wahrscheinlich so... Aus der Nummer raus. Man kommt wirklich nie trocken aus der Nummer raus. Ja. Schadenfreude habe ich aber trotzdem. Ja. Genau, mal alle Hallo Blue in den Chat. Oh, ist das so sweet. Unser kleiner Schlurp ist wieder Gott, da. Oh, ist das sweet. Und der Arm so sauber. Also, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob du kurz Zeit hast, kurz mal bei mir reinzugucken. Ich habe ein ganz anderes Spiel gespielt. What? Oh, was für das denn? Oh, Long Drive, Alter, ist aber immer ein Traum. Hm? Matt? Hä? Bist du nicht? Du musst immer nochmal eine Rehstrecke. Rehstrecke? Rehstrecke. Resteck. Ach. Was muss ich machen? Eine Rehstrecke? Entschuldigung, wenn... Warte mal, ist das der alte Gartensimulator, den wir 2010 gespielt haben? Nee, der kann nicht so gut aussehen. Der kann nicht so gut aussehen. Warte. Rehstrecke. Rehstrecke finde ich gut. Rehstrecke? Was muss ich machen? Eine Rehstrecke? Entschuldigung, wenn mein Gehirn heute echt nicht funktioniert. Was für eine Rehstrecke? Ach, eine Restecke! Und... Da steht Körperbau. Ach so. Ah, so ein kleiner Mann. Okay, I see. Chat, ich weiß nicht, was man gesehen hat, aber für den Fall der Fälle, dass ihr denkt, dass ich gerade versucht habe, eine Real-Life-Karte mit einer Swipe-Bewegung zu zoomen, ist es nicht der Fall. Ach so. Ah.
fühlig. Ah, sie kleiner Mann. Fühlig. Chat, ich weiß nicht, was man gesehen hat, aber für den Fall der Fälle, dass ihr denkt, dass ich gerade versucht habe, eine Real-Life-Karte mit einer Swipe-Bewegung zu zoomen, ist es nicht der Fall. Ja, nun. Ja, das ist wie, ja, genau. Wie ein Baby. Weißt du das eigentlich, Kevin? Ich geh direkt rein. Ihr könnt meinen Tisch auf den Kopf legen und ein Mittagsstäbchen machen. Wird? Right, okay. Mach das bitte nicht. Und los. 1, 2, 3, 4 und los. Damit. Sehr gut. Bin ich euch ernst, oder? Diese Skills kommen mir bekannt vor. Ignoriert meine Socken, ja? Das sind echt tolle Socken. Alles gut, eich. Hallo, Chef. Ich zeige euch, wie man milchschnitterig ist. Ihr nehmt die Milchschnitte und nehmt die obere Schicht. Ja, ja. Ganz langsam ab. Ja, sehr gut. Und jetzt? Ja, ja. Das ist okay. Und das Gleiche. Danke. Macht ihr wieder unten. Okay, was? Nein, was? Nein, hä? Jetzt wird erstmal das Weiße runtergeknabbert. Jetzt wird mal... Nein, was machst du? Was ist das für eine Geschmiere? Was machst du denn? Ja, aber ganz langsam. Nein, was? Ihr steckt es noch ein bisschen so? Na, was? Ich verstehe schon, was sie meint, aber nein. Das ist immer so. Das ist super schmierig. Das kann ich nie, das ist... Natürlich wirst du zuerst das Oberding abmachen und essen, aber ich mache das meistens ohne Hand, sondern immer num, 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 num. Ja, und dann isst du das Mittelteil erstmal runter und am Ende wieder num, 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 num. Ja, aber doch nicht das ganze Zeug über deine Hände schmieren. Das ist, was? Ein bisschen frei. Boah, ist so geil. Das stimmt. Okay, also Doppelleertaste und Rakete zu. Muss ich die unten genau. Ansonsten einfach in der Luft, einfach egal welche Richtung. Okay. Versuch sonst im Wasser zu landen, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht landen. Oder in Richtung von Wasser zu zielen. Krieg ich hin. Okay, let's go. Was? Wie? Ja, das war. Wow, das man, war man nice. Man schwimmt ja gerne mit dem Strom, gell? Deswegen passe ich meine Öffnungen an. Nee, also meine Flaschenöffnungen, also meine... Ich weiß, das hört sich so an, als ob ich's immer wieder gedankenlos vor mich hinplapper, aber ich meine jedes Wort genauso, wie ich es sage. Ihr seht zum Anbeißen aus. Ihr seht bezaubernd aus. Das meine ich wirklich. Das ist nicht so dahingesagt. Ich gucke euch an und denke mir... Chat... Ganz schön heiß. Aber wen meint er? 1200, 500, so 1250. Nein! Nein! 1000! Also immer, wenn ich euch anschaue, ja, ich schaue euch jetzt mal an und das Einzige, was mir dann einfällt, ist irgendwie, weiß ich nicht, na ihr Schnecken? Hä? Na ihr Mäuse? Wo geht ihr denn heute so hin? Vielleicht komme ich einfach mal mit. So, oh, puh. Ja. Ganz schön heiß. 1200, 500, so 1250. Nein! Nein! 1250! Oh mein Gott! Ich muss immer weinen, wenn ihr so viele liebe Dinge schreibt im Chat. Da bin ich ganz nah verbunden. Okay, ich bin ein bisschen irritiert. Der Laptop sah gerade... Konzentrier dich mal drauf, dass der Laptop eine blaue Hose ist, die er anhat. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Achte mal drauf, warte mal. Oh mein Gott! Ich muss immer weinen, wenn ihr so viele liebe Dinge schreibt im Chat. Da bin ich ganz. Das ist ja auch so eine Comic-Hose, die er anhat. So eine Obelix-Hose, weißt du? Das ist eine ganz besondere Beziehung, die wir haben. Ja, voll die Riesenhose einfach. Da fehlen noch so, Hosenträger. Sein. Und mein Sonnenlichtgetränk. Oh, ist da passiert? Hä, hey, wer ist das denn? Okay. Na. Zu real!
Oh, schön. Weiß ich jetzt. Das müssen wir noch spielen. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Das müssen wir doch nicht spielen. Ich glaube, wir spielen es nicht. Hab's mir gerade überlegt. Wir spielen wieder Point and Click. Ich finde aber auch die Leute, also inzwischen zieht das nicht mehr so richtig, wenn die Leute aufstehen, sich erschrecken und weggehen und so. Das wird ja immer länger und mehr. Ihr habt das schon mitbekommen. Anfangs hat man sich nur so erschrocken, dann ist man unter den Tisch gerutscht, dann hat man sich so weg und dann ist man aufgestanden, dann hat man den Kopfhörer weggeworfen. Inzwischen verlässt man das Zimmer. Ich finde, der nächste Step einfach sollte sein, wenn man sich erschreckt, alles wegwerfen, erstmal einkaufen gehen. Und dann mit Einkaufstüten in den Stream kommen, erstmal alles auspacken, so gemütlich. Ne, so vielleicht. Das wäre irgendwie, weiß ich nicht. Ja, kurz zur Tanke oder so, ja. Steuererklärung machen, Flugzeug in Urlaub fliegen. Da gibt's viele Sachen. Ich hab's geschafft! Gleich tot. Hä? Doch nicht? Geradeaus durch, dahinter noch. Wow, fuck! Alter, ich hab das gar nicht mitgeschnitten, ey. Was ist jetzt Frau? Das ist Frau, oder? Links ist Frau, bevor ich jetzt falsch mache. Heutzutage ist das alles, Wieso? So wegen Boobies. Ja, aber du hast doch deine Boobies nicht hier oben an den Schultern. Es sei denn, du hast deine Boobies oben an den Schultern. Dann will ich nichts gesagt haben, sonst gibt's da wieder Stress auf X. Also all power to you, ja, liebe Bubi-Schultern. Entschuldigung, ich wollte jetzt niemanden diskriminieren. Hä? Das ist ja Scam. Ich war eine Möwe. Vielleicht kann ich ja noch fliegen, wenn wir das schnell genug machen, dann kann ich fliegen. Das hätte ich gerne auf dem Button. Oh, Beat Saber schon ewig nicht mehr gespielt. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Nicht im Stream, sondern für mich, ja? Aber da fehlten gerade die... Hä? Oh, das ist ganz schön wild hier zu verteidigen. Nein! Katze! Nein, die Katze ist auf... Oh Mann! Stimmt, rechts ist rechts und links ist links. Ey, nicht Clip. Auf Twitter steht das aber anders. Von Twitter habe ich das aber anders erfahren. Wie ist der erste Eindruck der Steuerung? Besser Control, lieber Maus und Tastatur. Also ich spiele Tastatur. Bisher ist es gut. Kann man gut mit Controller spielen. Ja, kannst du mir nicht den Tiefgaragenschlüssel einfach schenken? Da hat der gesagt, Sonja, wenn du mit mir einmal fixst, dann du bekommst von mir die Tiefgaragenschlüssel. Und jetzt habe ich den Tiefgaragenschlüssel. Also er durfte quasi in ihre Tiefgarage, damit sie in seine Tiefgarage durfte. Das ist actually what happened. Gut. Das war Rainer, das war letzter, schön. Letzter beim K. Thanks. Lol. Und für deinen Durchfall. Jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Warum haben die Klopapierrollen am Schreibtisch? Ist Mückengel. Wo ist meine Klopapierrolle? Wenn ich Klopapierrolle am Schreibtisch hätte, dann müsste ich wieder erklären, ne? Dann müsste ich wieder erklären. Ich könnte natürlich sagen, ist für mein Näschen, weil ich ab und zu mal Schnuppi habe, ja? Aber glaubt einem keiner. Niemand glaubt einem das. Ja, sicher welche. Und dann liegt da neben meinem Rechner der Haufen Klopapier gleich neben den Crispy Socks. Das ist für mein Schnuppi. Ich habe sehr doll Schnuppi. Okay. Oh, wie süß ist das denn? Nein! Das soll... Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Was für ein Arschloch-Igel. Was für ein Arschloch-Igel einfach. Uff.
Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Gib mir so Money raus from the Kasse! Gib mir so Money schnell raus from the Kasse! Hilfe! Hilfe! Auch kleine Geld nehme ich auch. Kleine Geld, Klimpergeld auch, Klimpergeld. Klimpergeld auch, Jung. Schön. Haben alle schon gespielt? Jetzt erstmal einkaufen gehen. Ja, hallo? Ach, wo ist das, Rüdiger? Ja, pass auf. Es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen. Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Das ist doch krank! Was? Nicht Haarschnitt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Das ist doch krank! Was? Ist für uns beide unangenehm. Ja. Darf niemand erfahren, dass ich da mitgesprochen habe. Und Pan und Dennis. Hat Tobi auch mitgesprochen? Weiß ich gerade gar nicht. Aber wir waren alle dabei. Darf aber niemand erfahren, bleib bitte unter uns. Ja, wäre mir unangenehm. Das steht auch nicht in meiner Synchro-Kartei. Und mein Shopname sind die Knubi-Stickers. Knubibi? Das Z statt dem S zeigt an, dass ich cool bin, ja? Mhm. Dass ich hip, jung und modern bin, weil darauf fahren die coolen Kids heutzutage. Okay, ich lasse es schon. Alles furchtbar. Kannst du mir jetzt helfen oder nicht? Ach so. Hey, du bist bei mir ganz woanders. Hä? Ja. Hä? Kannst du das jetzt essen? Lol, was? Hä? Was? Alle Machoristen. Ihr seid alle Mayonnaise. Machoristen. Was? Ihr seid Mayonnaise. Was? Chad, ich schwöre, ich hab das nicht vorher gewusst. Ich schwöre, ich hab's nicht ohne... Oh, nee, Mann. Oh! Just get out of my way. Hey, Ferdinand! Ey, Alte, hallo, stopp! Hey there. Bitch! Dem Pferd geht's gut. Ferdinand. Dem Pferd geht's gut, Pflaster drauf, das aber wenn man das sucht wie neu. Dann auch schon, I'm super kawaii, I'm a furry little puck. I love to stream for hours because gaming is my drug. Play all day and night, my viewers just can't get enough. Must be my lucky day because they just secured a job. Das müsst ihr dann schon so machen, ne? Bad? Ich weiß überhaupt nicht, worum es ging. Ich hab, hä? Nein, alles. Warum tust du das? Warum tust du mir das an? Bis die Teile wieder von der Strecke verschwunden sind. Waves hat in der Box dann aufgegeben jetzt. Sieht keine Hoffnung mehr für dieses Rennen. Ah, nee, hat nicht Ich glaube, er schafft's. Holy shit. Wie gut von mir gerade gemacht, oder? Ja, das war mega. Also das war schon... Ich trinke jetzt durchsichtiges Wasser. Wow. Als ob Wasser nie durchsichtig wäre. Wie so eine Entenfamilie, die über so einen Gulli läuft, sah es gerade aus bei dir. Ja, Können wir mal ganz kurz drüber reden? Was machst du denn? Dann so. Aua! Alex kommt dann. Mensch! Wo ist mein Klopapier? Wo ist jetzt mein Klopapier? So doof. Hallo? Ach, Jess, da bist du ja. Du bist ja immer noch da, Jess. Na? Sag mal, was war da denn los, Jess von Sperling? Hm? Was war da denn los? Nein, das war schön. Bitte mehr diesen Content. Das brauchen wir. Jetzt weiß ich auch, warum alle Klopapier am Rechner stehen haben. Hallo Mücke. Tschüss Mücke. Entschuldigung, da war eine Mücke. So. Warte. Hallo? Jojo Breakdance auf der Laterne. Was geht? Oh,
Ich werde angegriffen! Das ist ein sehr guter Einsatz von Greenscreen. Komm mal kurz mit. Ich war das nicht. Okay, komm kurz mit. Komm Nein. mit in den Backstage. Dann ziehst komm, du dich wieder aus. Das hat er mit mir auch gemacht. Oh mein Gott. Mit mir auch. Oh mein Gott. Ja, ich. Ah, oh, hier läuft doch schon einer rum. Hallo. Oh, zwei sogar. Perfekt. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Sieht aus wie ein Bewerbungsgespräch. Weil was? Vorsicht ist immer noch besser als Nachsicht, würde ich sagen. Nein! Nein! Oh Gott! Oh, oh der nein. Schmerz! Oh, der Schmerz! Oh! Uff! Muss ich jetzt höher oder niedriger machen? Hä? Check ich nicht. Ich check's nicht. Nun. Das ist ein Minus. Achso. Oh, oh. Oh mein Gott, bin ich dumm. 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 Naja, passiert. Lauf da bloß nicht durch. Lauf da bloß nicht durch. Lauf da nicht durch. Lauf. Tot. Hä? Hä? Warum wackelt der? Ich spoilere mich gerade ein bisschen, glaube ich, ne? Oh Gott, Miss Survival. Oh Gott. So. Nein! What the fuck? Oh. Ich sehe, es gab ein Update. Nice. Oh. Mein Auto freut sich. Was die Autos jetzt alles können, das ist ja geil. Das macht's. Richtiger Lowrider. Das ist Delfin. What the hell is going on? Das ist Dudu. Nein. Alter. Fuck, fuck, fuck. Ich muss das irgendwie hier. Ich würde speichern, laden probieren. Oh nein! Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh nein! Oh nein! Die ist noch gut. Oh nein. Oh, die ist noch gut. Oh, wie ärgerlich. Die ist noch gut. Nein. Ja, die kann man alle essen noch. Nein. Ja, man kann, aber... Der hat uns eigentlich gesagt, nee, dass wir das so keinem sagen. Das können nicht alle hören jetzt. Ihr dürft es aber keinem sagen. Also wir behalten das für uns. Also drin, in der Umkleide. Das Cassidy. Okay. Die Cassidy, die sollte eigentlich ihre Periode bekommen. Aber die hat sie seit 2 Tagen nicht. Und jetzt macht die da drin gerade einen Test und die ist schon lange nicht mehr rausgekommen. Ich glaube, die weint und das ist aber auch die Cassidy, ne? Das wird mich nicht wundern, ich sag ja nur. Ich glaube, die hat also geliebt. Entschuldigung, aber welche Klassenstufe sind wir nochmal? Ich dachte zwischendurch, dass das irgendwie nachsynchronisiert ist oder so. Ich war jetzt so unsicher, weil irgendwie... weil das so asynchron war, habe ich gerade gedacht irgendwie, dass sie dann irgendwas drüber laufen und dann, ja. Ich dachte gerade, das war ja ein Clip halt so, der extra so gemacht wurde. Würde mich nicht wundern, ich sag ja nur. Ich glaube, die hat also Der Stream war am Anfang leider asynchron. Okay. Beliebt. Entschuldigung, aber welche Klassenstufe sind wir nochmal? Warst du nicht immer mit Cassidy unterwegs? Was? Bitte was? Der Olli! Ich? Warum bringt es was, sie kaputt zu machen? Das was? Oh, außer abgesehen davon, dass ich mich selber verletze. Cool. War ein schönes Spiel. Auf einmal fühle ich mich doch ganz gut. Dankeschön. Danke, Himitschi. Vielen Dank. Das gibt mir wieder Selbstvertrauen. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr weit gekommen. Ups. Wir müssen uns anders aufteilen. Ich mache mal. Wenn wir aufstehen, Jen, ja? Werden wir irgendwann mit dem Schlagstock geschlagen? Möchtest du? Ja. Weiß ich nicht. Achtung, ich hatte jetzt einen Weg, wie man gut durch Menschenmassen kommt. Aber Jonah, du musst die Kamera unauffällig machen, weil sonst offensichtlich, okay? Ich werde uns jetzt durch diese Menschenmasse bringen. Aber es wird unangenehm. Echt? Ah! Ah!
Hey, ist das nicht Reefed? Leute, please don't judge me, aber ich hab's auch. Ich hab auch ein Bild von meinem Popo. Was? Ich hab auch eine Leinwand oder so eine schmale, hohe. Was? Ich komplett schwarz angemalt. Da hab ich noch in der WG gewohnt. Dann hat mir eine Freundin, die Tizi, hat mir den Arsch rot angemalt. Komplett. Ich hab mich da draufgesetzt. Das Bild steht bei meinen Eltern. Was? Warum? Warum haben sich die... Wenn ich mir vorstelle, ja, dass ich meinen Arsch rot anmale und auf eine Leinwand drücke, nichts läge mir ferner, als dieses Bild meinen Eltern zu geben. Es wäre befremdlich und merkwürdig. Aber ich weiß auch nicht, wie die Beziehung zu den Eltern... Ich weiß, das ist... Vielleicht was für den Shop. Vielleicht was für den Shop. Let's go. Du bist so unschuldig. Habt ihr ein Bild von eurem Arsch? Oder von... Wisst ihr, wo ich Bilder von Ärschen habe in den YouTube-Kommentaren? Warte. I am the god of hellfire. And I bring you... Fire. Nice. Sehr nice. Aber ich spoilere mich gerade. Oh ja. Der war gut, ey. Oh, kommst du nicht an mich ran, ha? Huh? Oh, kommst hinter du nicht dir. An mich ran? Hinter dir. Es tut mir aber leid. Oh no. Oh no. Hinter dir. Hey! Komm, ich will auch den Dab wieder machen. Geil, ich bin schon einer von denen. Okay, hallo, Senior, wie geht's Ihnen? Geil! Hä? So ist das also auf einer Insel. Automatisch was kommt oder nicht so. Ich habe gestern noch so gesagt, Mensch, die Menschheit, wenn die einfach mal kapieren würde, dass die Menschheit einfach für die Menschheit da sein sollte. Also wenn wir kapieren irgendwann, wir Menschen irgendwann checken. Ich verstehe, was er meint. Wir haben ganz leckeres Essen gerade gemacht. Wir verstehen, was er meint. Auch noch ein bisschen, oh Gott. Er hat sehr recht. Ein bisschen was auf meiner Tastatur und auf meinem Mauspad jetzt, aber ich habe noch ein bisschen auf dem Teller. Was? Nicht den Unterricht schwänzen! Ihr Bein! Was habt ihr vor? Ich habe Fragen. Was habt ihr vor? Ich habe Fragen. Highschool Life. Okay, ich habe das Spiel, ich liebe es. Ich wollte es auch spielen, aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ist das Twitch safe? Wenn ich hier runterfallen. Oh Gott, das Spiel. Dann darf Krumpi mich nass machen. Wichtig ist, in so einem hohen Glas kann man immer zu winken wie der Papst, ne? Sollen wir auch mal wieder spielen? Weiß ich nicht, was sollten. Weiß ich nicht. Genauso. Ihr müsst immer winken wie der Papst, Chat. Ganz, ganz wichtig, solltet ihr mal in den Genuss kommen, Mähdrescher zu fahren. Immer wie der Papst. Okay. Da habe ich mir den reingeschoben, habe ich gedacht, wow, ja, dann, wow, da pulsiert aber ganz schön in meinem Mund. Habe ich erstmal abgeschleckert eine Stunde und dann kam die große Überraschung, die spritzt dann heraus. Das war jetzt ohne Kontext. Das war ohne Kontext und ich prangere das an. Ich habe mich über die Out-of-Context-Videos lustig gemacht und jetzt wird das Out-of-Context genommen. Ich prangere das an. Das ist eine Out-of-Context-ception. The hell. Jess, du bist ruhig, ja? So. Nummer 5. Von allen hier. Was ist mit dieser Marke aus? Burger King. Was nochmal? Warte, ich große zugehört. Überraschung. Nee, komm. Burger King. Burger King. Ich würde sagen Burger King. Das Was? Soll gar kein Burger sein. Das sind die Sesamkörnchen obendrauf. Welche Marke ist das? Prinzenrolle? Prinz und Kekse. Sonst wirst Kekskönig. Kekskönig. Hm. Safe. Hast du es erraten? Es ist die Keksmarke Prinzenrolle. Ah. Das kann nicht sein!
Das ist doch ein Burger von oben. Was? Alter, was hast du denn für Sesamkörner auf deinem Burger? Ist das Katzenscheiße? Oder Rosinen? Oder was? Von oben? Nein. Von oben ein Burger, wenn man einen Burger von oben fotografiert. Nein, da sind Sesamkörner drauf. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, guck mal, da ist er. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht killen. Der ist tot. Ich halte das nicht für gesund, das Gurkensalat so. Ich glaube, dem geht's gut. Ich glaube, der hat's geschafft. Ich halte das nicht für gesund, dass Gurkensalat so eine Wölbung hat. Oh, Hier drehen Dinger auch. Kann man die aufsammeln? Oh. Ich bin über eine rübergelaufen. Anscheinend triggern die nicht mehr. Ich habe nichts gesagt. Oh, schön. Sehr schön.